Es beginnt mit einer Nachricht, die du als Scherz abtust. Doch diese Nachrichten häufen sich. Du beginnst, darüber nachzudenken. Sie fangen an, dich zu verletzen. Aus Gleichgültigkeit entwickelt sich Erschütterung, Furcht und Wut. Du versuchst, der Situation zu entkommen und fühlst dich sicher. Doch die Person findet immer wieder neue Wege, dich zu terrorisieren. Dies ist nur eine Art von Cybermobbing, dessen Facetten sich negativ auf die Psyche auswirken können. Ess-, Schlaf- und Angststörungen, selbstverletzendes Verhalten bis hin zu schweren Depressionen können die Folge sein. Im schlimmsten Fall endet ein solcher Vorfall mit dem Suizid des Opfers. Amanda Todd ist durch ihr Video, das kurz vor ihrem Tod auf YouTube veröffentlicht wurde, ein publikes Beispiel dafür. Sie nahm sich aufgrund schwerer Demütigung und Depression im Alter von 15 Jahren das Leben. Laut der GYM-Studie von 2014 sind 7% der Jugendlichen Deutschlands von Cybermobbing betroffen. Das sind hochgerechnet 455.000 Jugendliche allein in Deutschland. Gibt Cybermobbing keine Chance. Niemand hat es verdient, persönlich angegriffen und verletzt zu werden. Lasst es kein Teil unseres Alltags sein, sondern schützt euch und euer Umfeld davor.